Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Riolink Home Hub. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Hier ist der Home Hub von Riolink. Den packen wir auch gemeinsam kurz aus und werden den auch dann gleich einrichten. Im Lieferumfang ist eine 64 GB Speicherkarte dabei, eine MicroSD, aber ist möglich bis 1 TB. Weil wir holen mal erstmal den Packungsinhalt raus, gucken hier ganz kurz rein. So habt ihr dann klar die Möglichkeiten, die Bilder, ob nur Fotos oder auch Videos, von den Außenkameras oder von der Türklingel von Riolink. Ich verlinke euch die Kameras, die ich zur Verfügung bekommen habe, beziehungsweise auch die Klingel. Und dann könnt ihr das damit einrichten. Hier ist die Klingel. Hier ist sie jetzt in weiß. Ich habe die in schwarz. Und hier ist dann diese Home Hub. Dann könnt ihr darauf auch speichern und braucht nicht vor Ort eine Speicherkarte. Ich habe es gemacht, in der Klingel nicht. Hier ist dann der Quick Start Guide und so weiter und so fort. Wir holen dann hier weiter raus, was hier so Schönes drin ist. Hier ist so ein Netzwerkkabel dabei, ein Netzkabel. Und hier ist die 64 GB Speicherkarte. Kann man nutzen, muss man nicht. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hub. Rausholen. So sieht das ganze gute Stück aus. Der ist natürlich auch noch schön eingepackt. Ja, so sieht das gute Stück aus. Ja, kurz. Ja, hier ist eine Taste. Hier ist ein QR-Code und die Seriennummer drauf. Und hier, ich komme mal dichter dran, sind die beiden Plätze oder Steckkarten, wo man die Micro-SD-Karten reinstecken kann. Und deswegen bis 1 Terabyte möglich. Netzwerkanschluss, Netzanschluss, eine Reset-Taste. Ja, hier sind so ein bisschen Lüftungsschlitze, hier oben auch. Ja, sonst ist hier nichts weiter. Und dann würde ich sagen, schließen wir das Ding mal an. Im Hintergrund seht ihr schon die App von Riolink. Hier ist die Argus 4 Pro und das ist die Klingel. Und jetzt schließen wir das erstmal an. Rein. Dann leuchten dann klar hier einmal die beiden LEDs. Und dann wollen wir hier gucken, ob hier vorne der Ring gleich leuchtet. Hier ist noch ein Aufkleber drauf. Ihr seht, ich komme mal dichter dran. Also er leuchtet jetzt noch rot und dann wollen wir den mal jetzt einrichten, ob wir den finden. Also ich habe jetzt den QR-Code eingescannt und jetzt kommt dieses Bild. Einmal verbinden bitte mit dem Router. Dann machen wir den nächsten Schritt. Ja, leider muss ich den Hub woanders hinstellen, weil mein Router ist nicht hier bei mir. Wir richten das aber jetzt trotzdem weiter ein. Ich gebe jetzt kurz das Passwort ein und dann geht es gleich weiter. So, ich habe das schon ein bisschen weiter gemacht. Ihr Gerät benennen, also ich lasse das jetzt erstmal so. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich bin nach wie vor im 5G-Netz, also ich habe mich nicht direkt mit dem Netzwerk verbunden. So, dann gehen wir auf Nächstes. So, ist fertig. Jetzt kann ich natürlich auch einen QR-Code für andere Teilnehmer, aber das können wir auch später machen. So, Dateien werden verschlüsselt. Verschlüsselungscode einstellen. Da sind hier ein paar Filter, Aufzeichnung, Wiedergabe, Wochenbericht. Start mit dem Home Hub. So, dann können wir jetzt, es sind noch keine Geräte mit dem verbunden. Und jetzt muss ich einmal die QR-Codes scannen von den anderen Kameras. Ich habe jetzt erstmal die Speicherkarte reingesetzt.
Ihr müsstet die auch bitte erstmal formatieren. Vorher funktioniert das Ganze nicht, dann müsst ihr es auch bestätigen. So, jetzt sehen wir, das wird formatiert und dann können wir zugreifen auf die anderen Kameras. Ich habe die 64 GB Speicherkarte eingesetzt, die nun dabei war, um das jetzt mal schnell einzurichten. Ja, bevor das weitergeht, musste ich leider, oder wie man das jetzt hier sieht, ein Upgrade für den Home Hub installieren. Das dauert jetzt ein kleines bisschen und dann geht es gleich weiter. Und ihr müsst natürlich auch einen Check machen, bevor ihr das kauft, welche Kameras oder welche Systeme mit dem Hub funktionieren. Aber wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind jetzt schon einen Schritt weiter. Die Klingel habe ich schon drin und wir können da klar noch mehr hinzufügen. Und das machen wir jetzt auch noch. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir das machen. Also wir können ja den QR-Code scannen. Und hier haben wir die drei Spalten und wir gehen auf Geräteliste. Und dann wird hier oben angezeigt, ich gehe nochmal wieder hoch mit euch. Hier seht ihr die Argus 4 Pro und dann gehen wir auf Verbinden. Ich mache das mal so. Dann auf Bestätigen. Dann dauert das ein kleines bisschen. Bis zu 8 Geräte können installiert werden und über den Hub ja, das Bildmaterial sich anschauen. Also darüber kann man klar dann auch Timelapse, Zeitraffer, Ähnliches machen. Das ist ja nun kein Problem. Aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Dann machen wir den nächsten Schritt. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, dass wir das Gerät umbinden können. Das lassen wir mal. Wir lassen das einfach so, wie es ist. Kamera sollte vermeiden. Das ist wie bei einer Einrichtung der Kamera selber. Und dann können wir auch für spätere Geräte gibt es wieder einen QR-Code und so weiter und so fort. Fertig. Und wenn wir jetzt hier zurückgehen, sind jetzt beide Systeme in diesem Hub drin. Also 2K-Geräte werden nicht unterstützt. Also ihr müsst wirklich gucken und nachschauen, welche möglich sind. Also bis zu 8 Geräte, Reolink, IP gestützt, die können im WLAN und im LAN-System sein. Ausgenommen 2 Megapixel Akkukameras und 4G-Kameras, das heißt, sprich, mit einer SIM-Karte. Jetzt sind die hier im Speicher drin, wir gehen ganz mal zurück. Und jetzt sehen wir alles, was wir sowieso hier drin haben. Einmal den Hub. Und die werden jetzt auch nur noch über den Hub gesteuert. Wenn ihr das über ein Smartphone separat macht, ich habe noch eine Reolink-Kamera mit, das ist aber eine 2K-Kamera. Die ist na klar nicht hier mit drin. Die habe ich jetzt, die ist auf meinem Smartphone. Also ich hätte dann 3 Spalten, beziehungsweise wenn ich noch den Home Hub drin hätte, hätte ich jetzt nur noch 2 Spalten im Smartphone. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und der Vorteil ist hier auch, keine monatlichen Abokosten. Ihr entscheidet, ob ihr 1 Terabyte maximal oder nur die 64 GB Variante benutzt oder 2x64 GB, das macht ihr, entscheidet ihr selber. Ihr habt nur ein Gerät zu Hause. Darüber könnt ihr alles speichern. Und in der Klingel brauche ich jetzt zum Beispiel keine Speicherkarte mehr einlegen. Ich habe ja die Möglichkeit, dass ich da ja auch eine Micro-SD-Karte einlegen kann. Das brauche ich nicht mehr. Und wenn jetzt einer an der Tür klingelt, wird automatisch ein Foto geknipst, erledigt. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, informativ war. Entscheiden müsst ihr selber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.